jetzt auch was zu essen bekommen. Jeder macht sich was zu futtern, dann machen wir eine Skype-Konfie mit Cam und essen zusammen. Ja, toll. Immer nur Tüfkelkost, wann war denn das letzte Mal, dass du selbst gekocht hast? War lange her. Aber du glaubst doch nicht, dass ich jetzt während des Streams selber koche. Also. Nee. Nö. Nö, nö, nö. Schnubbi kann gerne Kochstreams machen oder Kochdinger hier. Schnubbi kann das auch eindeutig besser als ich. Aber ich muss das nicht tun. Ganz bestimmt nicht. Jetzt wird sowieso im Folgenden viel gelabert. Oder relativ viel gelabert. Keine Ahnung. Ich glaube, als nächstes geht es ja jetzt darum, dass wir hier im Schloss Loire einfach mal vorbeischauen. Und uns mal hier so für die Brautschau empfehlen. Bist du ein Hochzeitskandidat? Ja, genau so. Ist die Prinzessin eine hübsche Maus? Ja, ja. Prinzessin, hübsch und so. Kann schon sein. Hi. Hey, Kleiner. Hübsch. Du bist weder stark, noch klug, noch gut aussehend. Ja. Roy ist perfekt, wir leider nicht. Verdammt. So ein Mist. Hey, mit den goldenen Haaren hast du gute Chancen. Du bist der erste, der Prinzessin vorstellt. Tritt ein. Das ging ja schnell. Dankeschön. So. Ich gebe jetzt einfach mal meine Bewerbungsunterlagen ab. Und spreche mit der Prinzessin. Prinzessin Melina? Sieht aus wie Melina, die ich kannte. Oh mein Gott. Was? Sie ignoriert mich. Sie will meinen Stoff nicht. Verdammt nochmal, was ist los? Ja, Schicksal. Achso, der König. Ja, ja, König. König ist wichtig. Willkommen, ja, Diener und so weiter. Hier, der Bräutigam wird nach dem Folgenden, der zukünftige, ja, ja, Prinzessin, Alter, passt, König, darüber traurig, denn Prinzessin redet nichts mehr. Prinzessin will keinen Stoff mehr zu sich nehmen. Du musst etwas dagegen tun. Finde den richtigen Stoff, denn nur wenn du den richtigen Stoff findest, dann wird sie wieder sprechen. Ja, ja, da ist auch so, okay. Stoff finden. Stoff, Stoff. Let's cook für Fähring. Nein, wie gesagt, das würde nicht funktionieren. Was macht eigentlich Wesker? Jetzt essen, weil ich ihm gerade was gegeben habe. Ba, ba, da, ba, da, ba, ba. Ich kann überhaupt nicht kochen. Jetzt ist er ein Haupt- und Prüfungsfach in der Schule. Was für eine Schule ist das? Gut, dass ich so viele Pizzen zu Hause habe. Dab, da, dab, da, dab. Dab, da, dab, da, dab. Als nächstes Pilz suchen. Pilz war wichtig. Warum Pilz? Ganz einfach. Weil Pilz dafür gut war, dass man komplette Schlossbelegschaft in einen tiefen, tiefen Schlummer versetzen konnte. Sofern der Pilz jetzt auch tatsächlich nicht mehr da ist. Pilz? Doch, hier ist der Pilz. Wollte schon sagen. Das ist auch so ein Item, was man überhaupt nicht alleine finden kann. Ernsthaft. Speed erhält Steinpilz. Ihr seid doch Mädchen, wieso könnt ihr nicht kochen? Jetzt geht die Geschlechterfrage wieder los. Das muss man halt eben auch beigebracht bekommen. Und muss man selber auch ein gewisses Interesse für entwickeln. Das ist eben die Sache. Ich selber habe da nie Interesse hinter gehabt. Mir hat auch vieles nicht geschmeckt, was meine Mutter gekocht hat. Obwohl meine Mutter, glaube ich, ziemlich gut gekocht hat. Aber es hat mir einfach, ne, es war einfach nicht mein Fall. Nee, tut mir leid. Und warum soll ich dann, was hätte ich dann noch großartig, also die Basissachen, die habe ich von ihr gelernt, ja. Aber was hätte ich dann noch großartig von ihr lernen sollen? Wenn ich den Kram sowieso nicht esse, so ungefähr. Also hätte ich schönste Menüs lernen können, aber wie gesagt, das wäre absolut schwachsinnig gewesen, wenn ich es halt selber für mich nicht esse. Oh mein Gott, dieser Steinpilz, ich selbst, willst du mir einen Steinpilz? Natürlich werde ich dir etwas anderes. Ja, ja, natürlich kannst du ihn haben. Ich gebe dir doch meinen Stoff. Danke, das wird allen Schlaflosen. Da die Zubereitung, komm doch später wieder. Gut. Wir kommen später wieder. Hering, trinkst du Milch? Schokomilch. Ansonsten wurde mir gesagt, ich soll keine Milch trinken vor einer Aufnahme. Oder Milch trinkt man allgemein nicht vor, wenn man seine Stimme in Anspruch nehmen möchte oder so. Danke für deine Geduld. Hier ist dein Schlaftrunk, sogar ein ausgewachsener Büffel. Damit könntest du alle Bewohner des Schlosses. Geh bitte äußerst behutsam damit um. Speed erhält Schlaftrunk. Backen. Gott.
Backen ist ja noch schlimmer. Weil Backen ist so, Kochen ist etwas, was man auf eine gewisse Art und Weise können muss. Weil man muss ja irgendetwas essen. Wie das Kochen nun auch immer aussehen mag, ne? Ob es nun tatsächlich nur das ist, dass man irgendwelche Sachen, ja, aufwärmt. Wenn es sich Nudeln zubereiten kann oder so ein Kram. Oder sich Fischstäbchen in die Pfanne hauen kann oder so ein Kram. Ja, wo war denn nochmal? Moment, die Küche war irgendwo unten, oder? War die Küche irgendwo unten? Ne, hier war das Quartier. Achso, genau, Küche war rechts. Gut, ja. Aber Backen ist so ein Luxus-Dingens irgendwie. Das macht man, wenn man tatsächlich Freude an der Geschichte in der Küche hat, um sich dann irgendwie so kleine Leckereien oder so zu machen, wie eben Kuchen, Kekse und so ein Kram. Aber das würde mir keinen Spaß machen. Ganz ehrlich. Kekse essen? Ja. Kekse selber machen? Nein. Ich will das fertig auf den Tisch haben. In der Beziehung bin ich zu pragmatisch vielleicht. Schlaftrunk in den Topf. Das Essen ist fertig, bin beschäftigt und so weiter und so fort. Wir werden rausgeschmissen. Los, Hering, ab in die Küche. Nein. Magst du Bratwurst? Ja. Blups. Jetzt weiß ich gerade nicht. Moment, was habe ich jetzt gemacht? Okay, genau. Ich habe Schlaftrunk gefüllt. Genau. Jetzt sind eigentlich alle Bewohner des Schlosses in einen tiefen Schlummer gefallen. Und ich bin total falsch gelaufen. Ich bin so ein dummer Junge. Ein dummer Junge bin ich. Pikachu, Pikachu. Pikachu. Pikabu. Erdgeschoss. Zweiter Stock. So. Die arme Frau schläft. Die Prinzessin schläft nicht. Je später der Abend, desto dümmer werden die Fragen. Ja. Gehört vielleicht auch mit dazu. Anders kann man das hier vielleicht auch nicht mehr ertragen. So. Da wären wir übrigens bei der vertragten Liebesgeschichte. Ich weiß nicht mehr, wer danach gefragt hatte, aber ich glaube, es war Klaus. Die Prinzessin, die wir hier in Loire treffen, die sieht genauso aus wie unsere Freundin aus der Unterwelt. Nur benimmt sie sich nicht so wie unsere Freundin aus der Unterwelt. Und das ist jetzt an der Stelle mysteriös. Nur mal so. Ich habe es jetzt irgendwie sehr platt rübergebracht, aber naja. Speed erhält ein Kristall. Speed erhält Hermesglocke. Die Nacht ist noch jung, die perversen Fragen, Themen kommen noch. Get it memorized ist doch gar nicht da. Wundert mich überhaupt, wo bleibt sie denn? Normalerweise ist sie immer da, wenn irgendjemand streamt. Normalerweise ist sie immer da. So. Wichtiges Item erhalten, Hermesglocke. Jetzt können wir uns in den Wald wagen. Das wird spaßig. Kann den Anfang wieder nicht auswendig. Aber wir haben ja die Hermesglocke. Damit sollte man ja irgendwie durchkommen, eigentlich. Eigentlich. $6,000 Abonnentenspezial, Skype-Spezial, was? Was für ein Skype-Spezial? Ich hatte mal sowas wie eine Skype-Konfi. Das Blöde daran ist, also die Idee an sich ist gut. Sprich, dass man die Leute, die einen abonniert haben und die einen dann zwangsläufig mehr oder weniger mögen, dass man die Leute alle zusammen eine Skype-Konfi einlädt. Und dann hat man die alle zusammen auf einen Fleck und dann, ja, kann man eben so ein bisschen sagen, hu, hier, hi, und hast du nicht gesehen und irgendwas in der Art. Das Blöde ist nur, dass irgendwann diese Leute, aus welchen Gründen auch immer, angefangen haben, damals sich gegenseitig teilweise zu beleidigen und so. Weil da Generationen aufeinander getroffen sind. Man hat es total gemerkt. Das war der Fehler an der ganzen Geschichte. So viele verschiedene Charaktere,
die zwar mich mögen, aber nicht zwangsläufig sich untereinander mögen müssen und auch nicht zwangsläufig immer einer Meinung sein müssen und so weiter. Und das dann zu moderieren oder zu managen oder sonst was, da habe ich offen gesagt, nee. Da habe ich dann offen gesagt auch keine Lust drauf. Im Chat jetzt klappt das erstaunlicherweise ziemlich gut. Wobei auch da jetzt dem einen oder anderen sicherlich aufgefallen ist, dass man mit manchen Leuten vielleicht mehr auf einer Wellenlänge ist als mit anderen. Aber ist ja vollkommen normal. Nur trotzdem, das hat, ja. Hermesglocke? Ist das, wenn der Lieferant vom Hermes an der Tür klingelt? Ja, so ähnlich. Die Hermesglocke, die weist mir den richtigen Weg durch den noch fester Wald. Immer wenn sie bimmelt, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ja. Oh, jetzt hat was anderes gebimmelt. Das war dann wohl mein Ofen. Was mir wenig gefällt, ist, dass die ganzen Wölfe erstaunlich viel aushalten. Das wird noch witzig werden. Na gut, kurze Pause. Ich schiebe mir was in den Ofen rein. Wesker ist hinter mir. Oh, sieht man Wesker? Sieht man Wesker jetzt vielleicht besser? Gleich. Schwupps. Setze mich vielleicht tatsächlich mal ein bisschen in die Mitte. Gleich zumindest. Okay, so bequem brauchst du mir gar nicht machen. Wie gesagt, ich schiebe erstmal was in den Ofen. Bis gleich.